Strecke gesehen, runden Fahrzeuge, wie gesagt, aufgeteilt in die vier Räder. Sie kann das an den Startnummern auch erkennen, die Fahrzeuge unter 100, dann die Fahrzeuge. Wieder in den Motorsport gegeben. Er hat noch diesen Radfahrkorps Carlo Abach gegründet. Hat als Fahrer gleich mal vier Runden rumgeführt und hat so eine Rollade entwickelt. Das war sicherlich auch in dieser Zeit immer noch groß rausgemacht. Er war als Carlo Abach festgestellt, dass Motorsport als Gegner verfolgt. Von Simca und einmal sogar verbaute Fahrzeuge konstruiert. Ende der 50er Jahre wurde die Kooperation mit Fiat immer enger. Es war ein festes Duo, alle Arbeiten, alle Fahrzeuge, alle Fahrzeuge, alle Fahrzeuge, alle Fahrzeuge, alle Fahrzeuge, thank you.
wäre die Vorabstand bei 30 Stunden. In den Fahrzeugen, wir haben auch Feuerlöcher an Bord und dazu Fahrer oder eine Fahrerin. Das Ganze, da kann man für, sagen wir mal, 4.000 Euro sich so ein Fahrzeug aufbauen, wenn man den passenden Mini findet. Vielleicht muss man auch noch 500 Euro mehr auf den Tisch des Hauses legen, aber das ist durchaus der einzige Fall, für den man so ein Mini bauen kann. Dazu kommen dann natürlich die Nenngelder, aber man hat natürlich auch ein Ziel, was eigentlich das ganze Jahr problemlos möglich sein sollte, denn das Fahren mit diesem SUV, das ist ja nicht so viel anders als auf der Straße und die Zuverlässigkeit. Ich sehe gerade, obwohl die Zeit noch nicht ganz abgelaufen ist, dass wir uns wieder auf den Vorwagen zu bewegen und dass der Kapferstadion jetzt schon auf der alten Stadt gerade zurück in sein Fahrerlager geführt wird. Das ist eine Gelegenheit, um noch einmal abzuschließen, zu gucken, was bei diesem Test im Einsatz war. Der Zeit gefahren wurde und abzuschließen der Mitte des Zeitkanals von der NR 3.2,9 hat die letzte Zeit gefunden, dass der Gordon Kost als 4.1,3 Dann kommen eine ganze Horde Fahrer, die so um halb 5, 6 fahren, bis dann, bis
bisschen größere Lücke fällt auch gut. Und sich dann im ersten Jahr bei 3,20 und eine größere Säule bildet. Ja, das war dann der Auftritt des Kampfes Bergens hier beim Spar-Rät-Festival 2012. Wir hatten das mit uns dreimal auf der Strecke zu sein in Kampfwerzberge. Wir müssen morgen Mittag machen und dann dürfen morgen nochmal hier in Spar. Danke fürs Zuhören.